dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Auf die Plätze, fertig, los. Die Folge 22 am Start der munteren Philosophentrilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Herzlich willkommen für alle, die bis in diese 22. Folge durchgehalten haben. Spreche ich meinen ganz persönlich meinen Respekt aus, aber genug geplaudert. Die Nummer 118 wartet auf eine Erklärung. Benno Erdmann wartet auf eine Erklärung zu seinem Sitzungsbericht Methodologische Konsequenzen aus der Theorie der Abstraktion, Sitzungsbericht der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, eine Geheimgesellschaft, deren Erkenntnisse nur schwerlich an die Oberfläche der breiten Öffentlichkeit treten. In diesem Sitzungsbericht geht es um die Vorstellung eines räumlich ausgedehnten Körpers, zum Beispiel eines Tisches. Und zwar schließt der eine Masse von einzelnen Beobachtungen ein. Es liegt darin inbegriffen die ganze Reihe von Bildern, welche dieser Tisch mir gewähren würde, wenn ich ihn von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Entfernungen her betrachten würde. Ferner die ganze Reihe von Tasteindrücken, welche ich erhalten würde, wenn ich meine Hände nacheinander an die verschiedenen Stellen seiner Oberfläche legen würde. Eine solche Vorstellung von einem einzelnen Körper ist also in der Tat schon ein Begriff, welcher eine unendliche Anzahl von einzelnen in der Zeit aufeinanderfolgenden Anschauungen unter sich begreift, die alle aus ihm abgeleitet werden können. Also in der Abteilung Bewusstsein schaffen für die oberflächlich sogenannte Realität, beschreibt Erdmann hier, was wäre, wenn? Was wäre für eine Realität, wenn ich an den Tisch herantrete, mich unter den Tisch lege, diesen Tisch zersägen würde? Was wäre das für ein Tisch? Was ist dieser Tisch eigentlich an sich? Diese Frage ist müßig, wie jede Fragestellung objektivistischer Art. Es gibt das Ding an sich, ist unerkennbar. Die Wirklichkeit an sich ist kein Gegenstand menschlicher Erkenntnis. Das ist alles, was es braucht, um die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Dass diese Art von Erkenntnis unmöglich ist und deshalb als Schwindel aufgefasst werden muss, dem ein ganz bestimmtes Interesse zugrunde liegt, und zwar ein Weltbild glauben zu machen, das unabhängig von irgendeinem Betrachter einfach so an sich existiert und als solches erkennbar ist. Dieses Weltbild hat füllt die Lücke aus, die durch den Verlust der Autoritäten in Kirche und Staat, in König, Kaiser und Gott auszufüllen war. Eine Säkularisierung in der Methode der Bindung der Geister oder der Regierbarmachung, wie Michel Foucault sagen würde, ist nun der sogenannte Rationalismus oder Logizismus getreten,
ein Gedankengebäude, Gedankensystem, das in sich widerspruchsfrei ist, aber leider keine tragfähige, beweisfähige Verknüpfung zur Realität beinhaltet. Der Körper ist das, was ich an ihm feststelle. Und außerdem, was er an sich sonst noch ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Und damit können wir auch zur nächsten Nummer 119 weiterschreiten. Nach Helga Eng, die zweite Frau in diesem Reigen, nominalistischen Abstraktionsreigen, Magdalena Dorothea Vernon, Magdalena sollte es wahrscheinlich gewesen sein, Kinderpsychologie, Wahrnehmung und Erfahrung, in deutschen Erstauflage, denke ich mal, 1977. Dort heißt es, unser ganzer Umgang mit der Welt beruht auf der Annahme, sie sei stabil und existiere fortwährend in der bekannten Identität, solange wir keinen Grund haben, etwas anderes anzunehmen. Wie wir sehen werden, spielt diese Kontinuitätsannahme eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung Erwachsener. Es scheint aber, als müssten Kinder erst durch Erfahrung lernen, dass bestimmte Aspekte der Umwelt Dauercharakter haben, obwohl ihre Erscheinungsformen sich je nach Entfernung und räumlicher Orientierung von Zeit zu Zeit verändern. Hier bleibt bewusst zu machen, wie sehr diese auf Erfahrung gestellten Wahrnehmungen die Konzentration oder die Bewusstseins, die enge Pforte des Bewusstseins nicht mehr weiter beschweren, weil sie eben auf sichergestellt keine Überraschung in sich bergen. Die Dinge stehen alle, sind alle auf ihrem Platz und mittels der Schwerkraft nach unten gedrückt, so dass sie nicht ihren Platz verlassen. Es sei denn, es hängt etwas in der Schwebe und auch wenn es Minuten, oft Stunden dauert, bis dann der Fall eintritt, gibt es dann doch eine Veränderung, aber das ist dann die Ausnahme, da wird das Bewusstsein dann möglicherweise kurz erschreckt aufgrund eines Geräusches in nächster oder weiterer Entfernung. Dieser Erfahrungsschatz an Zuständen, die als stetig und fortwährend, wie es hier heißt, anzunehmen sind, musste sich erst ansammeln. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, was jetzt die objektive Wissenschaft angeht, hier solche Untersuchungen oder Feststellungen, die sind in einer Art und Weise allgemeingültig, eine Allgemeingültigkeit, die durchaus anzuerkennen ist, beziehungsweise das obliegt jetzt jedem Einzelnen, ob das anzuerkennen ist, irgendwelche Untersuchungen werden dann sicher Unterschiede offenbaren, wenn es jetzt unter Umständen
eine kulturspezifische Eigenart dann zu anderen Ergebnissen führt. Aber das spielt alles weniger eine Rolle, denn als so allgemeingültiges, mehr oder weniger pauschale Feststellungen ist es doch ein Orientierungspunkt. Wenn die Relation in Relation gesetzt ist, wie alles eigentlich unter in Relation zu setzen ist, sind solche Untersuchungen mit Sicherheit wertvoller, als wenn sich jetzt jemand überhaupt keine Gedanken in der Richtung machen würde und da ignorant oder borniert von sowas nichts wissen will. Aber von dem abgesehen ist jetzt, wenn man den Einzelfall betrachtet, würde es unter Umständen dann schon sehr schwer sein, diese Annahmen beziehungsweise dieses Untersuchungsergebnis von Frau Wernen zu untermauern, wenn wir jetzt mit einem Kind zu tun haben, das fortwährend und mit Absicht von jemandem immer auf Überraschung gedrillt ist. Also man diesem Kind die Erfahrungen mehr oder weniger andressiert, auf künstliche Art und Weise, immer auf Überraschungen gefasst zu sein, weil in seiner Gegenwart etwas, was normalerweise in einem x-beliebigen Haushalt nicht passieren würde, weil eben jemand immer die, vielleicht macht sich einen Jux draus oder einen Spaß daraus, immer wieder für Überraschung sorgt, auch in den, eben gerade dieses Verlangen des Kindes, aus dieser Dauerhaftigkeit eine Dauerhaftigkeit festzustellen und aus dieser Dauerhaftigkeit zu lernen, immer wieder torpediert mit irgendwelchen Kunststücken oder Sonderbarheiten. Also ist es hier in der Regel, sind hier Voraussetzungen angenommen von, wie müsste man jetzt dieses normale Kinderaufwachsen, weiß nicht, wie man das beschreiben könnte, wie das in der Regel sind. Es sind eigentlich statistische Werte bei so und so vielen Kindern oder von mir aus auch bei sehr vielen Kindern. Aber es ist doch die Kultur, die spielt eine Rolle. Wenn man darauf Einfluss nimmt, jetzt bewusst auf jetzt so ein Untersuchungsergebnis torpedieren wollte, dann habe ich da jetzt was im Auge und muss ich jetzt diese Sitzung unterbrechen? Ich hoffe nicht. Also wenn man es darauf anlegen würde, in der eben schon genannten Art und Weise andere Erfahrungen zu produzieren, dann würde das Resultat dann auch anders ausschauen. Aber eben, wie gesagt, in dieser pauschalen Feststellung ist es dann doch zumindest ein Hinweis, darauf zu achten, dass jetzt Kontinuitäten eine Rolle spielen, oder es schadet niemanden in seinem für sein eigenes Bewusstsein einmal etwas aufmerksamer zu sein, welche Art von Kontinuitäten in seinem, sage ich mal, Dasein da alles eine Rolle spielen. Vielleicht die Kontinuitäten im Verhalten anderer Menschen, wie auch immer, denn damit ist ein sowas wie ein Sicherheitsbedürfnis oder Ordnungsbedürfnis auch angesprochen, und
Es gibt nicht wenige Menschen, die behaupten, dass ein solches Verhalten oder ein solches Denken den konservativen Charakter ausmacht, sage ich jetzt mal. Aber das soll es mit der 119 auch schon gewesen sein. Jetzt muss ich doch etwas über die Hälfte, weil mir mein Auge jetzt zu schaffen macht. Aber ich denke, diese Folge 22, die Augenfolge, wird dann doch ohne Unterbrechung über die Bühne gehen. Es folgt ein gewisser russischer Gabrilowitsch Leonid über Bedeutung und Wesen der Elementarbegriffe. Der schreibt in seinem Untertitel, ein Aufsatz war das für das Archiv für systematische Philosophie, schreibt in seinem Untertitel: Versuch einer neuen Inangriffnahme des Universalienproblems. Und da heißt es, wie das Gedächtnisbild auf Inhalte hinweist, die sozusagen außer ihm liegen, auf gewesene, jetzt nicht mehr gegenwärtige Wahrnehmungen, so weist auch die Begriffsvorstellung auf etwas außer ihr Liegendes, nämlich auf die Eigenschaften von Wahrnehmungen. Nun geht jedoch jede Erinnerung stets auf etwas Einzelnes und Konkretes, dagegen die Begriffsvorstellung auf etwas nicht nur vielen Gemeinsames, sondern auch dem Wesen nach Allgemeines. Denn es sind die Eigenschaften der Wahrnehmungen keine konkreter, sondern eher abstrakter. Für sich, abgesondert vom Inhalt, in welchem sie vorgefunden werden, können sie nicht bestehen. Es gibt kein Rot für sich, existieren bloß rote Wahrnehmungen, rote Flächen, rote Einzelfiguren. Nun, was steht hier? Unter anderem, dass in der Wahrnehmung, die Wahrnehmung schon aus Allgemeinheit besteht. Und zwar gibt es jedoch Erinnerungen, etwas nicht nur Wesen nach Allgemeines, denn es sind die Eigenschaften der Wahrnehmungen keine konkreter. Und zwar in Form von Begriffen, Allgemeines. Und der Punkt ist der, dass um mir eine Sache bewusst zu machen, ist quasi der Begriff notwendig. Und diesen Begriff kann ich dann näher erläutern, was ich unter diesem Begriff verstehe, welche Bedeutung der hat. Das kann jetzt eine Momentaufnahme sein, dass ich im nächsten Moment dann schon etwas ganz anderes und nichts mehr Gleiches, das sowieso nichts mehr Gleiches empfinde, weil Empfindungen nur dem Begriff nach gleich sein können. Die Frage, also das Erkenntnis, um das nochmal zu wiederholen, das erkenntnistheoretische Problem besteht darin, inwieweit der sensorische Reiz, mit welchem Recht als welche Empfindung, ist ja auch schon wieder eine Abstraktion, bezeichnet werden kann, ob es da so etwas wie eine objektive Feststellung, ein so ist es und nicht anders geben kann, oder ob dabei ein subjektives Bewusstsein den Ton angibt und mit dieser Subjektivität immer eine Einzigartigkeit verbunden ist, die unwiederholbar in keinerlei Weise außer eben aufgrund eines Nutzenaspekts oder eines bestimmten Zweckes, der verfolgt wird, dann verallgemeinert werden kann.
nicht auf logische Art und Weise. Und wann jetzt von Empfindung, ob jetzt die Empfindung das frühere ist und die Wahrnehmung das spätere, ob die Empfindung nicht begrifflich sein kann oder ob es überhaupt keine Unterschiede zwischen Empfindung und Wahrnehmung gibt, das alles ist das Problemfeld, in dem sich dann die erkenntnistheoretischen Bemühungen bewegen, unter anderem hier von Gabrilowitsch. Und der Punkt, auf den er aufmerksam macht, ist, dass diese Wahrnehmungen nichts Einzelnes beschreiben und insofern zwar einen objektiven Anschein haben, aber nicht objektives Sinn, da sich Einzelnes nicht in Begriffen ausdrücken lässt, weil es nicht für jedes Einzelne einen eigenen Begriff gibt oder geben kann. Und wenn, dann würde das auf Vereinbarung beruhen, ist alles Konvention, so heißt der Begriff. Und das Beispiel, dass es kein Rot für sich gibt, das ist jetzt weniger übertragbar. Ich suche gerade nach einer Abstraktion. Das Bewusstsein. Es gibt kein Bewusstsein für sich oder als solches, sondern damit ist immer ein Bewusstsein von irgendeinem Gegenstand verbunden. Und wenn dieser Gegenstand, die Intention nicht vorhanden ist auf etwas, dann ist auch kein Bewusstsein. Also könnte man definieren, Bewusstsein ist gleich Intention, und in diesem Sinn ist eben nichts an sich, hat nichts an sich eine Bedeutung, sondern immer nur im Verhältnis oder bezogen auf etwas kann erst Sinn entstehen. An sich ist alles Unsinn. Oder noch schlimmer, Wahnsinn. Jemand, der nur in einer Welt an sich lebt oder an diese an sich Welt glaubt, ist im Grunde genommen religiös, ohne es zu wissen. Glaubt an einen Gott ohne Gott, ist sowas wie ein Panpsychismus aus der Vergangenheit, jetzt nur als Abart der sogenannten Wissenschaft, oder ein anderer Name für die klassische, allgemeingültige, beweisbare Inzuchtwissenschaft. So, genug polemisiert, jetzt wieder sehr entspannt und gelassen. Abgeklärt, mit Abstand, wissenschaftlich objektiv. Ein zweites Exponat aus der Reihe Leonid Gabrilowitsch über Bedeutung und Wesen der Elementarbegriffe. Wie das Gedächtnisbild auf Inhalte hinweist, sozusagen außerirdisch, das war doch schon, war doch gerade eben. Ist die Nummer hier doppelt reingerutscht? Da bitte ich um Vergebung, aber ist ja keine große Sache. Ist keine große Sache, weil ich einfach das aus X'e, und wir zur nächsten Nummer weiterschreiten. So,
Aber immer noch Gabrilowitsch, was haben wir hier? Gabrilowitsch, Festspiele, nein. Einmal noch. Jetzt geht los. Hören wir einen Pfiff. So haben wir eine durchaus einheitliche Wahrnehmung und keineswegs eine komplizierte Zusammensetzung aus Tonhöhe, Klangfarbe und Stärke. Sonst müssten ja diese Elemente des Inhalts ja Inhalte für sich darstellen, was sie aber nicht sind. Es springt in die Augen, ja, das wäre jetzt gleich ein anderes Beispiel zu diesem Rotbeispiel, liefert uns der gute Gabrilowitsch jetzt selber hier an dieser Stelle. Sonst müssten ja diese Elemente des Inhalts Inhalte für sich darstellen, was sie aber nicht sind. Es springt in die Augen, dass wir, ja, es springt in die Augen, ja, verfluchte Unzucht, wir haben es hier mit Magie und Zauberei zu tun. Es ist mir, zwar ein paar Nummern vorher, es ist mir, in die Augen gesprungen. Man möchte es nicht glauben. Aber ich glaube, jetzt glaube ich an Leonid Gabrilowitsch. Er hat in mir einen Jünger gefunden. Er ist die Wahrheit. Spaß beiseite. Es springt in die Augen, dass wir es hier nicht mit Elementen, sondern mit Verhältnissen zu tun haben. Sag ich doch. Wie könnte von starken Tönen die Rede sein, wenn nicht schwache als Gegenstück dazu da wären? Oder von hohen, wenn keine niedrigen existieren? Und so verhält es sich mit allen Momenten. Dadurch erklärt es sich auch, warum qualitative Momente nie für sich, das heißt abgesondert und abgetrennt, meine Zeit ist um, anzutreffen sind, sondern immer nur an wirklichen Inhalten, weil sie eben Relationen darstellen. Hier an dieser Stelle nochmal die Bekräftigung der Verhältnisse, nie mit Elementen, einzelnen Elementen, sondern immer nur mit Verhältnissen. So verhält es sich mit allen Momenten. Das heißt, an sich ist eine Behauptung bleibt und nicht begründet wird, das sich durch nichts legitimiert, außer durch Behauptungen und durch die Dummheit derjenigen, denen diese Behauptungen nicht als Behauptungen begreifen. Relationen, Verhältnisse, das ist der große Dreh, der den Absolutismus vernichtet hat. Und das jetzt herunterzubrechen auf jedes einzelne Bewusstsein, auf die Verhältnisse in der Sprache und im Denken, das ist die Aufgabe von wahrscheinlich Jahrhunderten, wenn man das jetzt überträgt, wie lange es gedauert hat, bis diese Relativität von einzelnen Griechen wohl abgesehen, die aber als Einzelkämpfer Branderscheinungen waren und es reiner Zufall ist, dass da was überliefert ist. Abgesehen vielleicht 2000 Jahre. Und so gesehen ist meine Annahme, dass YouTube in diesem Jahrhundert überlebt und vielleicht noch im nächsten, vielleicht in anderer Form, aber die Dokumente erhalten bleiben, dann vielleicht auch berechtigt, dass erst relativ spät eine aufgewachte Bevölkerung, Generation sich diesen Themen zuwendet, wie das in der Vergangenheit auch immer geschehen ist. Aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Peace, peace, peace und out.